Die extremen Orte der Welt haben Leute schon seit jeher fasziniert. Einst waren es jene fernen Orte, die jenseits der bekannten Karten lagen und von wo exotische Waren und Geschichten kamen und wo man noch unbekannte Länder, Völker und die sonderbarsten Dinge vermutete. Bis hin zu den extremen Orten heute, von den höchsten Bergen bis zu den tiefsten Tiefen. Und auch der hohe Norden gehört schon lange zu diesen Orten dazu. Und für viele Jahrhunderte war ein Ort der Inbegriff für den höchsten Norden. Ultima Thule, die Insel des höchsten Norden. Und eben um dieses mythische Land des Nordens geht es in diesem Video. Um den Ursprung der Sage, was sich dahinter verbergen könnte, um den Mythos und die Geschichte und wie sich das Verständnis von Ultima Thule über die Zeit entwickelte. Bevor wir aber zum Thema dieses Videos kommen, will ich noch meinen Patreons danken. Eure Unterstützung macht diesen Kanal und meine Videos möglich. Ihr erlaubt es mir stets, die besten Bücher und Quellen für meine Recherche zu bekommen. Dafür danke. Ohne euch wäre das alles so nicht möglich. Und wer mich ebenfalls unterstützen will, findet den Link dazu in der Videobeschreibung oder im gepinnten Kommentar. Und nun auf in den höchsten Norden, nach Ultima Thule. Der Name Ultima Thule beschreibt die nördlichste aller Inseln oder eigentlich den nördlichsten aller Orte überhaupt. Er wurde zu einem symbolischen Begriff für den höchsten, fast schon mystischen Norden. Seinen Ursprung hatte Thule bereits in der Antike, in eben einer jener Reisen, die versuchte, über die bekannten Grenzen der Welt hinauszugehen. Der Reisende, der sich auf diesen Weg machte, war ein Mann namens Pytheas von Massalia, der durch diese Reise zu einem legendären Abenteurer werden sollte. Er lebte im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit, in der griechischen Kolonie Massalia, die heute als die französische Stadt Marseille bekannt ist, und war ein Geograf, Historiker und Astronom. Und vor allem aber holte er sich auch den Ruf eines großen Entdeckers. Auch wenn ihm am Ende nicht alle seine Reise glauben sollten. Die genauen Details seines Abenteuers und auch über den Bericht, den Pytheas über dieses schrieb, sind uns heute leider nicht mehr bekannt, denn sein eigenes Werk über seine Reise ging über die Zeit verloren. Dafür aber wurde er von mehreren anderen antiken Autoren zitiert, und über diese Fragmente und Zitate wissen wir zumindest grob, wohin seine Abenteuer führten. Pytheas schlug so seinen Weg nach Norden und Westen ein. Die Motivation dafür war vermutlich, weil eben von dort das wertvolle Zinn und Bernstein ins Mittelmeer kamen, und davon floss auch viel Handel durch Massalia. Die genaue Route seiner Reise ist uns leider unbekannt. Zu seiner Zeit, so heißt es, hätten die Karthager die Straße von Gibraltar für alle Schiffe aus ihren eigenen geschlossen, eben um ein Monopol auf einen Großteil des Zinnhandels zu bekommen. Zugleich aber scheint es auch so, als dass die Beziehungen zwischen Karthago und den griechischen Kolonien im Westen zu dieser Zeit einigermaßen gut waren. Und Pytheas konnte vielleicht daher auch durch die Blockade passieren. Auch ob es so eine Blockade auf irgendeine effektive Weise überhaupt gab, wird bezweifelt, oder ob dies nicht doch nur eine Erfindung griechischer Autoren war. Und am Ende scheint die Seereise von Pytheas so am wahrscheinlichsten. Während der längere und vermutlich auch deutlich gefährlichere Weg über das Land zum Atlantik als eher unwahrscheinlich erscheint. Der Darstellung von Pytheas nach, die wir eben nur noch in Fragmenten und Zitaten kennen, soll er dann zur britischen Insel gesegelt sein und diese umrundet haben. Von dort bereiste er dann die Nordsee und erfuhr vom Ursprung des Bernsteins, bevor er dann die Küste zurück nach Süden segelte. Antike Autoren wie Strabon oder Plinius der Ältere, die als Geografen der Antike große Autoritäten waren, zweifeln aber daran, ob er wirklich all diese Orte jemals erreichte. Am meisten bezweifelt von ihnen wird aber ein Ort. Denn Pytheas soll noch weiter nach Norden gesegelt sein. Laut Strabon berichtete Pytheas, dass man nach 6 Tagen auf dem Meer nördlich von Britannien eine Insel oder ein Land erreicht. Und dieses Land nannte er Thule. Thule soll dabei so weit nördlich liegen, dass das Meer in diese Richtung zuerst träge und dick wird und dann ganz erstarrt, und es nur noch ein Meer aus Eis ist, das nicht mehr befahrbar ist. Ein Meer, wo Wasser, Luft und alle andere feste Materie eine Masse bilden. Die Insel selbst soll Pytheas aber dennoch erreicht haben,
und sogar auf Thule gelandet sein. Diese nördlichste Insel war dann ein Ort, so beschreibt Plinius der Ältere den Bericht von Pytheas, an dem über den ganzen Winter die Sonne nicht mehr aufging, während es im Sommer keine Nacht mehr gab. Mehr soll Pytheas dann über Berichte, die er vor Ort hörte, über Thule erfahren haben. So sollen die Bewohner dort wegen der Kälte kaum Ackerbau betreiben und sich nur von Hirse und wilden Pflanzen, Wurzeln und Früchten ernähren und aus Honig und ein wenig Getreide ein Getränk brauen, das sie besonders im Winter gerne trinken. Mehr erfahren wir dann über die Bewohner von Thule leider nicht. In späteren Texten heißt es aber noch, dass es im Norden, bei Thule oder nahe davon, eine Art von Zwergmenschen geben soll, die mit südlichen Pygmäen verglichen werden, und diese sollen kurzlebig und klein sein und mit Speeren bewaffnet, die wie Nadeln sind. Diese Idee aber scheint nicht wirklich aus dem ursprünglichen Bericht von Pytheas zu stammen. Sowohl Strabon wie auch Plinius sehen Pytheas Bericht nun sehr kritisch. Strabon bezeichnet den Abenteurer sogar direkt als Lügner und meint, dass man von sonst niemandem etwas über eine Insel namens Thule hören würde und es ohnehin zweifelhaft ist, dass ein Mann allein so weit überhaupt reisen könnte. Und Plinius meinte, dass ein Ort so weit nördlich wie Thule wohl kaum bewohnt sein könnte. Ebenfalls diskutiert wurde von ihnen auch, ob die Einschätzung von Thule als Insel eigentlich richtig war oder ob es sich um ein großes Festland handelt, das sich weiter und weiter nach Norden erstreckt bis zum Nordpol. Trotz der Zweifel hat Pytheas allerdings ein sehr gutes Argument, dass er seine Reise wirklich so unternahm. Er war nämlich eben auch ein Astronom und machte entsprechende Messungen und Berechnungen. Und diese deuten durchaus darauf hin, dass er tatsächlich recht weit in den Norden kam. Die eigentlichen Beschreibungen und Daten von Pytheas sind uns aber eben nicht mehr erhalten und damit auch nicht mehr wirklich nachvollziehbar. Und die späteren Geografen überliefern zum Teil verschiedene Werte und Aussagen und berechnen unterschiedliche Distanzen, wie weit Thule nun im Norden liegen würde. Vor allem aber überlieferten jene antiken Geografen trotz aller Zweifel den Namen Thule. Und es dauerte nicht lange, bis Thule, ein allgemeiner Begriff für reale oder auch vermutete oder gar mythische Länder im höchsten Norden wurde. Das Land, in dem die Sonne sich rasten legt, wie Geminus, der im 1. Jahrhundert vor unserer Zeit lebte, es wegen dem polaren Sommer und der Polarnacht nannte. Der berühmte römische Historiker Tacitus beschrieb dagegen, wie die Römer die britischen Inseln erkundeten und ebenfalls auf Thule gestoßen sein sollen. Sie sollen von den Orkney-Inseln aus Thule gesehen haben. Mit dieser Beschreibung geht man heute aber davon aus, dass Tacitus eigentlich die Shetland-Inseln meinte und diese hier vermutlich fälschlicherweise als Thule identifizierte. Andere Autoren kehren dann mehr zu Pytheas eigentlicher Beschreibung zurück, während andere nur noch weiter abweichen. Prokop schrieb so im 6. Jahrhundert, dass Thule ein Land im Norden wäre, wo es 25 Stämme gibt und das 10-mal so groß sei wie Britannien. Damit meinte er vermutlich wiederum ganz einfach ganz Skandinavien. Der Begriff Ultima Thule, das fernste Thule, führte dann der römische Dichter Vergil ein. Und besonders dieser Gedanke von Thule als fernster Ort, als Ultima Thule, das nördlichste aller Länder, setzte sich durch. Es wurde zu einem Begriff für den mysteriösen, kalten und lebensfeindlichen Norden. Für ein fast schon unheimliches und mythisches Land am nördlichen Ende der Welt. Auf diese Weise baute sich um Thule, das ja ursprünglich eigentlich als ein ganz realer und recht nüchtern beschriebener Ort bei Pytheas erscheint, ein gewisser mythischer Charakter auf. Und während es von vielen Geografen einfach nur als ein Platzhalter oder als Name für verschiedenste Landmassen im hohen Norden verwendet wurde, war es für andere ein mythisches und mysteriöses Land. Eines, das in die Nähe solcher Orte wie Hyperborea platziert wurde. Manchmal stand Thule dabei sogar synonym für den gesamten bekannten wie auch unbekannten Norden der Welt. Spätere Kartografen nahmen dann Thule auch stets auf ihre Karten mit auf und platzierten es meistens, basierend auf den antiken Autoren, auf die ein oder andere Weise in Relation zu Britannien. Viele davon versuchten auch bekannte Orte mit Thule zu identifizieren. Besonders Island wurde nach seiner Entdeckung sehr häufig mit Thule gleichgesetzt.
Bereits die ersten Leute, die nach Island kamen, nannten es auch schon Thule. Und das waren irische Mönche. So beschrieb der iroschottische Mönch Dikuli im 8. Jahrhundert, dass einige Mönche von den Orkneys aus auf die Färöer und dann weiter nach Island gesegelt waren. Dort sollen sie sogar für längere Zeit gelebt haben und ein Kloster aufgebaut oder als Einsiedler gewohnt haben und sollen ihm von der Polarnacht auf Island berichtet haben. Und dieses Land nennt Dikuli eben auch Thule und vergleicht das von den Mönchen entdeckte Land mit dem, was bei antiken Autoren beschrieben wurde. Und seine Schlussfolgerung ist es eben, dass dies genau das legendäre Thule des Pytheas sein muss. Und tatsächlich waren diese Mönche auch die ersten Bewohner, die noch vor den norwegischen Siedlern auf Island ankamen. Über die Jahrhunderte war Thule so zum einen eine ganz reale Insel, die von Kartografen im Nordatlantik platziert wurde und meistens mit Island gleichgesetzt war. Zum anderen aber war es als Ultima Thule ein größerer Begriff, einer für den mythischen Norden und das nördliche Ende der Welt. Und auch in der Moderne wurden beide Seiten weiterhin verwendet und aufgegriffen. So gab es in der Neuzeit viele Diskussionen darüber, welches Land nun Thule wirklich sei. Viele wollten gerade Thule auch, wie es für so manche dieser legendären Länder der Fall ist, für sich beanspruchen und damit den Ruhm, die Nachfahren von Ultima Thule zu sein. Von Irland über die Färöer, Island, die Shetland Isles, Grönland bis nach Saaremaa vor Estland gab es viele Orte, die vorgeschlagen wurden und für sich beanspruchten, eigentlich das legendäre Thule zu sein. Bis heute ist auch nicht klar, welchen Ort Pytheas wirklich meinte, den er dort im Norden sah. Neben Island gilt vor allem auch die Insel Smøla als wahrscheinlicher Ort. Diese liegt vor der Küste Norwegens, die Pytheas womöglich nach seiner Britannienreise erreichte. Darüber hinaus wurde Thule auch viel als Namensgeber verwendet. Die Kultur der Inuit von Grönland von 1000 bis 1800 wurde als Thule-Kultur benannt und zahlreiche Stützpunkte und Orte im hohen Norden werden als Thule bezeichnet oder haben davon ihren Namen. Mit Thule wird eigentlich alles Mögliche benannt, was einfach nur weit genug im Norden liegt. Und selbst ein in Schweden entdecktes chemisches Element wurde Thulium getauft. Genauso häufig findet sich Thule auch in der Literatur. Goethe schrieb Der König in Thule als Ballade, die sich in Faust findet. Der ritterliche Comicheld Prinz Eisenherz ist der Sohn des Königs von Thule. Edgar Allan Poe verwendet Thule als einen Begriff für einen fernen Ort, ganz ähnlich zu Vergil. Und sehr viele auf Island bezogene Geschichten und Werke nutzen den Begriff Thule als Namen. Mit der Beliebtheit von Thule als Begriff für den mythischen Norden wurde Ultima Thule dann auch viel mit nordischen Mythen und Sagen in Verbindung gebracht. Ebenso auch mit vielen esoterischen Bewegungen. Mit diesen hat es eigentlich praktisch nichts zu tun. Aber dass Island und damit ja Thule der Ort sind, von wo die Eddas und damit die meisten Quellen der nordischen Mythen stammen, sind auch diese Mythen die Mythen von Thule. Durch das Gleichsetzen beider Orte wurde diese Verbindung hergestellt. In Deutschland wurden die nordischen Mythen zum Beispiel in der Sammlung Thule von 1911 bis 1930 veröffentlicht. Aber leider wurde zu dieser Zeit auch Thule, wie vieles andere, durch rechtsextreme Gruppen ebenso als Begriff verwendet. Und dies wurde leider eben auch zu einer auch noch heute recht bekannten Verwendung des Begriffs Thule. So wurde 1918 die Thule-Gesellschaft durch Rudolf von Sebottendorf gegründet. Dieser hatte in den Jahren zuvor weite Seereisen unternommen und sich vor allem mit esoterischen und okkulten Themen befasst. Sein eigentlicher Name war Adam Rudolf Glauer, aber er wollte sich lieber als Adel ausgeben und nahm daher den Titel von Sebottendorf an. Laut eigener Beschreibung erhielt er diesen, weil er durch einen entsprechenden Fürsten adoptiert wurde. Inspiriert durch Dinge wie arabische Alchemie, Kabbala, Rosenkreuzern, Freimaurern und mehr, mit denen er vor allem in der Türkei bekannt wurde, tat sich Rudolf Glauer dann nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1918 mit einigen Mitgliedern des Germanenordens zusammen, der sich kurz zuvor gespalten hatte. Glauer war bereits zuvor ein Mitglied dieses Ordens gewesen und auch sein neuer Bund wurde mit einem ähnlichen politischen Hintergrund gegründet.
Es war eine rechtsextreme, rassistische und vor allem hoch antisemitische Vereinigung, die unter dem Deckmantel der Geschichtsforschung und dem Interesse an Kultur und Mythologie Propaganda gegen Juden und für ein arisches Deutschland betreiben sollte. Die vielen okkulten Ideen und Themen, die Glauer prägten, verwendete er dafür ebenso. Und auch den Namen Thule. Denn diesen neuen Bund nannte er die Thule-Gesellschaft. Glauer wählte diesen Namen ganz bewusst, eben weil Thule als Name für den mythischen Norden stand und einen mystischen und mythischen Klang hatte. Zentral inspiriert wurde er vermutlich aber auch durch die Ariosophie von Guido von List, einer ebenfalls tiefgreifend antisemitischen und rassistischen esoterischen Lehre. So meinte von List, dass Thule der Rückzugsort germanischer Flüchtlinge gewesen sei, als deren große arische Kultur unterging, und dass in Thule die letzte Festung der Arier gewesen sei, wo ihre Kultur, ihre Lehren und ihre tiefen Weisheiten die Zeit überdauerten. Und nun wäre es an den Deutschen als Nachfahren eben jener Arier von Thule, diese Kultur zurückzubringen und vor allem auch mit Gewalt und Rassismus und vor allem gegen Juden wieder aufzubauen. Eben am Ende hervorragende Propaganda für radikale Bewegungen. Die Thule-Gesellschaft blieb aber auch nicht einfach nur eine der vielen sonderbaren Ausprägungen des rechten Okkultismus und der braunen Esoterik, sondern hatte tatsächlich auch großen Einfluss auf viele spätere Ideen und Vorstellungen im Nationalsozialismus. Gar mit Stolz meinte Glauer in seiner Autobiografie, die aber auch zu großen Teilen recht erfunden ist, dass die Thule-Leute, also sein Bund, es waren, zu denen Hitler zuerst kam und mit denen er sich zuerst verbündete. Zwar sollte die Thule-Gesellschaft noch Jahre vor der Machtergreifung zerfallen, aber der Einfluss war dennoch groß. Sogar das Hakenkreuz, das zu dem Symbol des Schreckens des Dritten Reichs werden sollte, entstammte einem Vorschlag aus den Reihen dieser Gruppe. In den Nachkriegsjahren wurde dann die Thule-Gesellschaft selbst zum Teil verklärt und zum Gegenstand von Verschwörungstheorien und Legenden, die sich mit späteren esoterischen Aspekten der Nazis und der weiteren Geschichtsfälschung und Propaganda der SS-Ahnenerbegemeinschaft vermischten. Besonders aufgebaut wurde dieser mystische Anhauch der Thule-Gesellschaft unter anderem auch durch spätere Neonazis, die deren esoterische Arbeit recht gerne fortführen würden. Bis heute zementierte diese Phase der Geschichte des Begriffs Thule ihn auch im rechtsextremen Spektrum. Mit dem Thule-Seminar, das 1980 gegründet wurde, gibt es sogar heute noch mindestens eine rechtsextreme Gruppierung, die direkt den Namen Thule verwendet. Trotz dieser dunklen Seite der Geschichte von Thule und dieses Missbrauchs konnten Rassismus, Rechtsextremismus und Nazis aber Thule nie ganz für sich beanspruchen und übernehmen. Am Ende wurde Thule so weit weniger stark von rechten Gruppen beschmutzt und missbraucht wie anderes. Und einmal mehr bin ich der Meinung, dass wir uns Thule als ein spannendes Stück Geschichte und als einen interessanten, legendären Ort nicht durch rechte Idioten wegnehmen und kaputt machen lassen dürfen. Denn auch heute ist Thule noch vieles. Der Begriff für den höchsten Norden, das fernste nördliche Land, ob mystisch oder ganz real für Island. Und es ist Namensgeber für viele Dinge. Und das, obwohl es am Ende nur den Fragmenten eines verlorenen Reiseberichts eines Abenteurers von vor über 2000 Jahren entspringt, ohne damals einen großen Mythos um sich gehabt zu haben. Im Gegenteil, die ersten, die von Pythias Thule schreiben, glauben ihm ja nicht einmal, und es war nicht Thule selbst, sondern die Faszination der Menschen mit all jenen Orten am Rande und jenseits der bekannten Welt, die aus Thule das mythische Ultima Thule machten. Und damit verabschiede ich aus diesem Video zur Geschichte und Mythologie legendärer Orte. Wie immer könnt ihr mir eure Meinung zu diesem Video und eure Vorschläge fürs Thema weiterer Folgen in die Kommentare schreiben. Und ich sage vielen Dank an meine Patrons, die diese Videos ermöglichen, und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal zu einem weiteren Video zu Mythologie, Geschichte und Literatur.